Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem weiteren Unboxing-Video und zwar zu einem Brushless-Motor. Um genau zu sein, ist das der Raystar BR2306S mit 2400 kV und das ist die sogenannte Green Edition. Ja, also grüne Motoren, sehr, sehr geil. Und bevor ich das Teil auspacke, gehe ich einmal durch die Eigenschaften, dann durch die Verpackung und dann schlussendlich mache ich das Teil auch auf. So, dann fange ich einmal an. Wie gesagt, Hersteller ist der Raystar. Dann halt Itemname Green Edition BR2306S mit 2400 kV. Und ja, da wird genannt als Höhe 33,5 mm und die Weite oder die Breite 28,5 mm. Dann Schaftdiameter M5. Dann Mount Holes sind M3. Und ja, da gibt es dann halt die verschiedenen Versionen mit CW oder CCW, sprich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Teile wiegen 33,5 Gramm. Ja, und dann halt Voltage, 2 bis 4 S-Akkus. Und als Benutzung oder beziehungsweise für FPV Racing Frames wird dann genannt X210, X220, 250, 280 und 300er. Und getestet wurde das mit 14,8 Volt Voltage-Akkus, also halt 4S und 5045 Propeller. Load Current beträgt 33 Ampere, also das Maximum dann. Und Pull, die haben halt diese Durchzugskraft, beträgt 980 Gramm und Power 458 Watt. Und die Effizienz wird genannt mit 2,1 Gramm pro Watt. Ja, und Eigenschaften dann noch weitere: Stainless Steel Motor Shaft, Long Life Japanese NMB Ball Bearings, Oxygen Free Copper Wire, CNC Machined Aluminium Case und ja, also halt alles super toll. Ich habe mir 4 Stück davon gekauft. Die sollen wohl besser sein als die, die ich zurzeit habe. Das sind noch ältere. Ja, und die mache ich jetzt einmal auf. So, und dazu schnappe ich mir einmal das Cuttermesser, aber natürlich erstmal noch durch die Verpackung. Ja, die kommen halt in dieser orangenen Pappschachtel daher. Sieht wirklich schön aus, finde ich, von Raystar. Die machen das immer so mit den Motoren, ne? Immer diese orangene Verpackung. Und dann der QC Quality Check Aufkleber. Und dann halt hier Raystar BR2306S. In der Green Edition. So, dann, wie gesagt, hier oben Raystar Brushless Motor, hier der Aufkleber, hier ein QR-Code, hier halt Typical Application, Airplane, Helikopter und Motor, Multirotor Aircraft, dann hier hinten, ja, werden auch nochmal diese ganzen Eigenschaften, ne, genannt und Besonderheiten und hier unten dann nochmal ein Barcode und ja, Artikelnummer oder wie auch immer, ne? So, dann mache ich das Teil mal auf. Einmal das Messer. So. Und einmal aufgemacht. Ne? So. Bezahlt habe ich auf eBay 38 Euro für eben, wie gesagt, 4 Stück. CW und CCW, jeweils 2-mal. Ja, ich denke mal, das ist soweit okay. Raystars, ne, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Motoren, aber schon vernünftig. Jedenfalls von der Preis-Leistung her, denke ich, sind sie vollkommen okay. Ne? Und gerade jetzt diese etwas besseren hier, die finde ich ganz in Ordnung und sehen auch geil aus. Ja, sieht alles soweit vernünftig verarbeitet aus.
dreht sich ohne Probleme. Ne? Man hört auch nicht irgendwie großartig irgendein Lagergeräusch oder so. Dann hier noch die Muttern auch in grün. Ne? Das passt soweit. Den drehe ich hier auf in, beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kommt hier der Propeller rauf. Hier auch noch so eine Einkerbung, damit der Propeller sich nicht dings mitdreht oder so, ne, damit er richtig fest hier dann drauf sitzt. Das ist auch ganz gut. Ich glaube, bei den älteren gab es das noch nicht. Das ist eine gute Idee. So, und ja, die Kabel, die sind hier auch recht lang. Die werde ich auf jeden Fall noch stutzen dann. Weil so lange Kabel brauche ich jetzt noch nicht. Außer ich benutze natürlich ein 4-in-1-SC. Dann könnte es sein, dass ich dann so längere Kabel brauche. Ja, und alles andere wird sich zeigen. Ne? Ich werde mal schauen, wann ich das Teil hier verbaue. Ach, nebenbei. Hier sind natürlich auch noch Schrauben. Die habe ich vergessen. So, das sind halt diese M3-Schrauben. Ja, passt soweit. Macht einen sehr guten Eindruck. Und ja, von der Leistung her denke ich mal, die werden jetzt vielleicht ein bisschen leistungsfähiger sein als meine alten. Die hatte ich noch mit 2300 kV, ne? Und die halt mit 2,4. Und pff, ja, wird sich wahrscheinlich nicht so großartig auswirken. Aber ne, die Optik sieht halt auch ganz geil aus. Deshalb habe ich mir die auch geholt. Ne? So, das wäre es soweit zu diesen Motoren. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.